Letzte Woche haben wir uns mit der rechtlichen Lage des Campierens in einzelnen Bundesländern bzw. in den wichtigsten Regionen der Alpen beschäftigt. Das war alles sehr theoretisch, denn das sind nur die Vorgaben durch Bund und Länder. Und das ist ein Problem. Denn die Praxis wird tatsächlich oftmals ganz anders gehandhabt als die Theorie. Und genau damit müssen wir uns heute noch auseinandersetzen. Was bedeuten diese ganzen Gesetze eigentlich wirklich in der Praxis? Und wie sieht es eigentlich mit dem Notbiwak aus? Fangen wir mit der Ausnahme an, dem Notbiwak. Dieses ist flächendeckend erlaubt, aber es bleibt natürlich ein großer Spielraum für Auslegungen und Interpretationen. Die Notlage selbst ist zwar eindeutig definiert, aber wer kontrolliert die tatsächliche Einhaltung? Die alpinen Vereine sehen das natürlich nicht gerne, wenn man plötzlich anfängt, die Gesetzestexte, die eventuell sogar auf ihren Wunsch hin entstanden sind, in Frage stellt und vielleicht sogar auf ihre Praktikabilität prüfen möchte. Deshalb tun sie das in ihren eigenen Ratgebern auch erstmal gar nicht. Deshalb mache ich das an dieser Stelle einfach mal für euch. Wie praktikabel ist denn die Einhaltung des Gesetzes in beispielsweise Tirol? Das Notbiwak ist erlaubt, das geplante Biwakieren strikt verboten. Angenommen, ich liege mit meinem Biwaksack in einer lauen Sommernacht. Morgens weckt mich plötzlich ein Hirte auf, der irgendwo auf dem Nachbarhügel Schafe herumlaufen lässt und mich zufällig erspäht hat. Es ist 5 Uhr morgens. Liege ich hier geplant oder durch eine Notlage? Solange ich nichts dazu gesagt habe, kann er weder das eine noch das andere behaupten. Er kann mich höchstens fragen. Würde ich mit Campinggeschirr und einem Viermannzelt hier liegen, erübrigt sich natürlich jegliche Debatte und er hätte die Beweise am Silbertablett serviert. Aber mit meinem Biwaksack bleibt die Frage weiterhin im Raum oder besser gesagt am Berg stehen. Also, habe ich es geplant gehabt? Ja, vielleicht. Aber wie will der Herr mir das beweisen? Hätte ich Müll gemacht, Lärm gemacht, seine Schafe erschreckt oder etwas anderes Unrechtes getan, wäre eine Anzeige oder das Rufen der Polizei natürlich angebracht. Aber das ist hier nicht die Debatte. Die Gesetzeslage ist außerdem stellenweise lückenhaft und kann sehr divers verteidigt werden, was der Rechtsanwalt und zufälligerweise auch Alpenvereinspräsident gar nicht gerne hört. Denn, angenommen, ich war auf einer Wanderung, um den Sonnenaufgang zu sehen und meine Stirnlampe ging nicht mehr an. Eine klare Notlage. Eigentlich wollte ich ja die ganze Nacht durchspazieren bis zum Sonnenaufgang, aber ohne Licht ist das natürlich nicht sicher, sodass ich biwakieren musste. Ein völlig banales und an den Haaren herbeigezogenes Beispiel für die Auslegung der Notlage, aber die Notlage war da. Ich möchte damit übrigens nicht dazu aufrufen, kompletten Bullshit als Ausrede für das Notbiwak zu nutzen. Zu 100% nicht. Jedoch möchte ich hiermit aufzeigen, dass diese Gesetzeslage und vor allem die Auslegung derselbigen kompletter Schwachsinn ist. Ein Gesetz, das nicht ernsthaft exekutiert werden kann, ist kein Gesetz, sondern ein Witz. Und dieses Campinggesetz kann jedenfalls nur exekutiert werden, wenn eindeutige Beweise für das Campieren vorliegen, wie ein Zelt und Campingmaterial. Und dazu kommt noch ein bekanntes Detail: Ein Förster, Hirte oder Jäger hat keine Berechtigung, meinen Rucksack zu durchwühlen und nach Essen für 4 Tage zu suchen. Schließlich ist es meine Privatsphäre und mein Eigentum. Wie genau kann der Jäger dann eine rechtliche Beweislage für meine Straftat vorlegen? Ihr seht, das Gesetz ist dünn, äußerst dünn. Das Campieren ist verboten und das eventuell auch zu Recht. Aber stellt man sich nicht an wie der letzte Esel, kommt man vermutlich um das Verbot herum. Nochmal, das ist kein Aufruf, das zu tun. Fett unterstrichen. Aber vielleicht sollten wir alle mal gemeinsam überlegen, was man denn am Campinggesetz und an der Gesetzeslage im Allgemeinen so verändern könnte. Denn es ist eigentlich kompletter Blödsinn, dass das Notbiwak erlaubt ist mit all den schwammigen Ausnahmen, aber ein Zelt eben nicht. Entsteht bei einem Biwak weniger Müll als beim Campieren? Das geplante Biwak kann ich nämlich als Notlage tarnen, aber unterm Strich habe ich das gleiche getan wie beim Campieren, nur eben ohne Zelt. Wieso schließen wir diese Lücke und Grauzone nicht, indem wir das Campinggesetz in den Ostalpen reformieren? Die Antwort dazu ist eine natürlich reine Spekulation von mir an dieser Stelle. Ich glaube, dass das Campinggesetz in Österreich und Deutschland nicht einheitlich reformiert wird, weil die Hütteninfrastruktur in den letzten 5 Jahren jetzt endlich so richtig gewinnbringend ist. Ich glaube, dass die Hütten jetzt, wo sie so richtig ausgebucht sind und Kohle für Pächter und Vereine bringen, jetzt ordentlich intervenieren, wenn nur ein Hauch von mehr Liberalismus angestoßen wird. Und ich glaube, dass alle Argumente gegen eine Reformierung hier fadenscheinig sind.
Aber bitte bewertet doch die Logik von Alpenvereinspräsident und Rechtsanwalt Dr. Andreas Ermakora einfach selber, um euch ein Bild von seinen Ansichten zu machen. Der Grund, warum in Österreich eher restriktive Regelungen für das Campen gelten, liegt auf der Hand. Schließlich drängen sich auf engem Raum die unterschiedlichsten Nutzungsinteressen. Aus unserer Sicht sind daher Lenkungsmaßnahmen, die das Zelten im Gebirge betreffen, positiv zu beurteilen. In manchen Alpinregionen sind pro Tag hunderte Bergsportler unterwegs. Ihnen steht ein extrem dichtes Netz an Schutzhütten zur Verfügung, das zwar den alpinen Vereinen einen enormen finanziellen und ehrenamtlichen Einsatz abverlangt, von den Gästen aber zu geringen Kosten genutzt werden kann. Eine Campingmeile entlang markierter Wege und Steige im Hochgebirge wäre unserer Bergwelt sicher nicht zuträglich. Schließlich sollte auch die Müll- oder Feuerproblematik beim Wildcampen nicht unerwähnt bleiben. Und jetzt würde mich eure Ansicht interessieren. Würdet ihr gern mal sorgenfrei in den Ostalpen unter klarem Himmel schlafen, ohne dass ihr euch damit strafbar macht? Wenn ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und auch, was ihr gern sonst so ändern würdet in den Alpen und an deren Gesetzen. Die Rechtslage ist eindeutig uneindeutig. Aber noch absurder wird es, wenn man sich dann die Durchsetzung des Gesetzes ansieht, denn in der Praxis ist eben auch klar, viele Bauern, Jäger und Wegbeauftragte haben nichts gegen ein Planbiwak im Gelände. Solange die Grundregeln eingehalten werden, kein Müll hinterlassen wird, keine Lagerfeuer gemacht werden, alles sauber zurückgelassen wird und weder Pflanzen noch Tiere gestört wurden. Die meisten Menschen in den Bergen sind deutlich toleranter als die Gesetze, die sie befolgen sollten. Doch gleichzeitig gilt auch, verlassen kann man sich auf diese Kulanz nicht. Denn unterm Strich sind wir nachts am Berg im Gebirge nichts anderes als Gesetzesbrecher. Und das ist furchtbar traurig. In erster Linie für die Alpenländer selbst und ihre viel zu mächtigen Organisationen und deren Lobbyisten. Viele Leute, die dafür zuständig sind, die Berge von erwünschten nächtlichen Besuchern fernzuhalten, sind in der Regel kulant. Oder um es österreichisch zu sagen, man kann über alles reden. Und das muss man den Jägern und Co. auch wirklich zugutehalten. Unterm Strich sind wir alle Menschen. Und wenn wir uns gegenseitig gut behandeln, freundlich sind und keine Faxen machen, dann sind alle Menschen für ein Gespräch zu haben. Und im Gespräch lässt sich vieles klären. Und wenn nicht, als Geheimtipp, ein Flachmann mit Zirbenschnaps hat noch so manchen Jäger umdenken lassen. Und zum Schluss möchte ich noch eine Sache einwerfen. Der berühmte Alpinist und Fotograf Heinz Zack veröffentlichte einst das Buch namens Karwendel – Ein Bildband. Eines der besten Bergfotobücher der Welt, wenn ich das an dieser Stelle unentgeltlich bewerben darf. Heinz, ich hoffe, du verzeihst mir. In diesem Buch wird nachweislich auch gezeigt, wie Heinz Zack im Karwendel bivakierte. Er hat seine Straftaten also sogar hochoffiziell dokumentiert und verdient jetzt damit sogar Geld. Dieser Halunke. Dieser Gauner, Krimineller. In Wirklichkeit sind wir ihm alle dankbar für diese wunderschönen Bilder. Und ich glaube nicht, dass Heinz Zack bis heute auch nur eine Anzeige wegen irgendeinem Campinggesetz erhalten hat. Ich habe euch in diesem Zweiteiler klar dargelegt, wie die Gesetzeslage zum Bivakieren und Campieren in den Alpen so aussieht und wo was erlaubt ist. Dass wir in Naturschutzgebieten, Nationalparks und Co. nicht bivakieren sollten, ist, glaube ich, logisch. Überall anders halte ich die Argumentation zumindest für problematisch, wenn nicht gezielt durch wirtschaftliche Interessen unter dem Deckmantel der Ökologie sogar gedeckt. Ja, Wildcampen ist ein Problem für die Natur, vor allem wenn es völlig rücksichtslos und falsch betrieben wird. Doch an dieser Stelle eine Frage. Ist ein Taschentuch eigentlich weniger schlimm, wenn man es bei Tageslicht am Gipfel liegen lässt? Natürlich waren die Inhalte dieser beiden Videos vielleicht etwas tendenziös. Denn ja, ich gebe gerne zu, in dieser Sache bin ich nicht 100% objektiv. Meine objektive Meinung ist, das alles ist eine riesige Scheiße. Wir brauchen Gesetze, weil es viele Arschlöcher da draußen gibt. Aber gleichzeitig sind die Gesetze Müll, weil sie vielen Menschen die Freiheit in den Bergen nehmen, die jene Menschen dort suchen. Teile der Schweiz, Skandinavien, die Pyrenäen, Kanada, die sind alle nicht im Müll erstickt. Und das ganz ohne Gesetze von Bundesland zu Bundesland. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Inhalte, vor allem die gesetzlichen, möglichst klar wurden und nicht allzu trocken präsentiert wurden. Ich gebe es an dieser Stelle zu. Ich bin ein Schwerkrimineller. Gut, dass es keine Todesstrafe mehr gibt, denn tatsächlich, ich schlafe ab und an am Berg. Ich weiß, ich gebe damit in aller Öffentlichkeit eine schwere Straftat zu. Die Staatsanwaltschaft möge mich bitte kontaktieren. Ich stelle mich hiermit. Wenn euch diese zweiteilige Serie weiterhelfen konnte, dann freut es mich natürlich, wenn ihr den Aufwand der Alpen Academy ein wenig unterstützt, in Form eines Kaffees vielleicht. Das hilft bei der Refinanzierung des kostenlosen Projekts wirklich weiter. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!